Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, das Gameplay immer wieder bisschen zwischendurch einfach grinden, rausschneiden sozusagen, dass ich das nicht aufnehme. Jetzt momentan müssen wir nicht grinden, wir können durchleveln bis zum Emperor of Corps. Wenn wir ihn schaffen, können wir noch weiter leveln und vielleicht auch dieses Corruption auf, wie heißt es? Über oder so etwas machen, also über 50 Corruption. Wird wahrscheinlich aber auch noch ein paar Items benötigen. Vielleicht finden wir die Items auch gut schon und so. Man schaut auch, die großen Gegner, die sind sehr schnell down. Ich bin wirklich erfreut, wie gut das geht. Mal kurz eine Test, so. Ob die Aufnahme an ist. Weil zum Beispiel bei Roblox, da geht einfach der Knopf nicht. Ich kann die Taste nicht drücken. Das Spiel blockiert irgendwie OBS und da wird einfach der Knopf nicht sozusagen ausgeführt zum Aufnahmestart. Das muss ich irgendwie noch fixen. Das mache ich am besten dann mit dem zweiten Bildschirm, den ich eigentlich mir morgen bestelle und übermorgen oder übermorgen kommt er dann an, hoffentlich. Ich hoffe, Steak hat den auf Lager. Ich wollte es nämlich bei Steak, diesen Monitor. Und der ist 34 Zoll, glaube ich. Der wird ein bisschen größer sein als der vorherige und einfach HDR haben. Ich brauche unbedingt einen mit HDR. Was er nicht gut hat, ist die Bildwiederholungsrate. Da glaube ich nur 55 Hertz. Aber da, ja, so reaktionsschnell wie der andere, der vorherige 120 oder 22 war Hertz, braucht es nicht, oder? Du siehst nicht unbedingt so viel schneller, sondern einfach ein bisschen verzögert oder so. Also es ist lieber bessere Qualität als Bildwiederholungsrate. Und ich spiele jetzt wirklich nicht so extrem schnelle Spiele. Jo, und sonst hole ich mir nochmals ein Bildschirm mit ganz guter Bildschirmwiederholung und mache dann dort dann diese Spiele. Jetzt aber nicht so der Fall sein. Wieso auch, oder? Wenn du einfach nicht gerade so Ballerspiele spielst, brauchst du es wirklich gar nicht. Stell dir mal vor, du spielst Animal Crossing auf der Switch. Hast ja sowieso auf der Switch nicht so eine Bildschirmwiederholrate. Und du spielst es am PC, also mit deiner Capture Card und alles mögliche noch. Und hast eine 122 oder 140 Hertz Wiederholungsrate. Wie das dann aussieht, oder? Also, sieht nicht anders aus, weil es einfach nicht funktioniert. Das brauchst du nicht, oder? Wenn du es nicht brauchst, dann brauchst du es einfach nicht. Das ist ja das gleiche mit G-Sync und alles Mögliche. So 2200 FPS, das brauchst du nicht. Das tut jeden PC zum Schmoren bringen. Oh, Rotwind. Den habe ich eigentlich. Volcanic Orb Converted Void. Den habe ich doch erst vor dem Multiplayer-Patch im März gefunden. Aber mit dem alten Skin. Jetzt hat er einen neuen Skin bekommen. Gut. Wunderbar. Und ich habe echt noch ein paar Videos geschaut. So Guides und so weiter, wo ich gesehen habe, es gibt noch andere Items, aber ich habe sie nicht so gut angeschaut. Und scheinbar gibt es noch ein paar neue Items. Ich bin so erfreut, dass das Spiel so viele Unix einbaut in jedem Patch. Aber ich habe einfach keine Ankündigung oder so bekommen. Also, sie wurden nicht vorgestellt, wie zum Beispiel bei Pass of Exile, da wird jede Season die neuen die Items einfach vorgestellt und eigentlich willst du die gar nicht wissen, aber das ist einfach die Skins schon, vielleicht auch die Wirkung schon. Das ist irgendwie, ja, das machen die dort nicht so gut. Also in Last Epoch einfach nichts sagen und die Spieler sehen dann die neuen Items, wenn sie droppen. Trotzdem finde ich echt sehr gut. So. Ich will halt auch nicht so gespoilt werden. Items ist wichtiger als Stories, aber da will ich eigentlich gar nichts gespoilt werden. Ich will selber herausfinden, ob sie gut sind oder schlecht. Ich gehe lieber rechts rum, bin ich gerade. Der Einzelne da oben wird wahrscheinlich auch nicht so weit weg sein. Richtig geiles Level, es gibt geile Gegner. Die werden mit anderen Builds richtig viel schwerer. Der macht sie sowas von fertig. Ich mag diese Welt. Es macht einfach sehr viel Spaß, diese Hände kreisen zu haben.
2 zum Multistrike. Oh, stark. Also ich muss unbedingt Multistrike-Charakter machen. Also ich habe einen gelevelt. Ich habe ja Anfang Multiplayer habe ich ihn ja gespielt. Genau. Und dann wieder zurückgesetzt, weil ich ihn falsch geskillt habe und einfach Lust hatte nochmals zu starten mit Multistrike. Und dann ging er viel besser. Und ich wollte ihn dann sogar im Let's Play auch spielen, weiterspielen. Aber ich hatte so gedacht, eher andere Builds würden euch mehr Spaß machen. Ich weiß nicht, es ist auch immer so, dass Nahkampf-Builds weniger gern gesehen werden, obwohl ich sie lieber spiele. Keine Ahnung, ich bin halt etwas Besonderes. Ich mag Builds besonders gerne, die ihr wahrscheinlich eher nicht so gerne habt. Zum Beispiel das Quirrell Beastmaster. Ich weiß es nicht, ich kann ihn spielen, aber es wird euch eher langweilen, weil wahrscheinlich der gar nicht so weit gespielt werden kann. Der Build sagt einfach gar nichts, oder? Also bei diesem Bild steht Crazy, also ist er wahrscheinlich sehr stark. Aber bei zum Beispiel einem anderen Bild steht auch Crazy und er ist gar nicht stark. Was heißt denn Crazy? Einfach verrückt. Aber was ist denn verrückt? Weil man zum Beispiel mehr Wirbel machen kann mit Tornado oder nur einen Wirbel machen kann. Irgendwie so etwas. Kann man hier hoch? Ich will jetzt kurz. Nein, nicht hängen bleiben. Ich will endlich zu dem einen links kommen. Aber er geht wieder zurück nach links. Hä? Ich hänge überall fest. Ja, ich habe endlich heute bei Animal Crossing Happy Home Paradies noch dazu bekommen, weil ich Switch Online Plus habe jetzt. Nicht nur Switch Online jetzt. Genau. Und ich freue mich so riesig. Ich habe jetzt 2 Häuser eingerichtet und habe dann einfach gesagt, ja, ich tue jetzt lieber Let's Plays aufnehmen. Und jetzt freue ich mich auf heute Abend spät noch da ein bisschen Animal Crossing zu spielen. Aber ich brauche eine Capture Card, also eine gute Capture Card. Wenn ihr eine kennt für Switch, nur zu gerne. Dann kann ich das auch gerne spielen. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt, oder ihr seid ja natürlich sehr abgehärtete. Jo, fast schon ja, männliche Spiele zocken wahrscheinlich. Also in der ersten Epoche sehr männlich. Und Happy Home, also Animal Crossing ist eher für kleinere Kinder oder für ja, Leute, die einfach es gemütlich haben und nicht Hack and Slay spielen. Das ist etwas ganz anderes. Aber ich bin halt einfach Fan von solchen Spielen, die vor allem sehr sozial sind. Das ist wirklich eine der sozialsten Spiele. Und Last Epoch durch die, ja, es kann nur einer diese Echos abschließen, hat ein sehr unsoziales Spiel. Das ist halt der Unterschied. Aber ja, es ist einfach fast das Gegenteil. Aber trotzdem macht es mir natürlich mega viel Spaß auch. Ich bin sowas von. Also mir macht jedes Spiel auf eine Art und Weise Spaß. Nur möchte ich jetzt unqualitative Spiele haben. Ich spiele also jedes Jahr ein neues Ding. Call of Duty oder FIFA oder so möchte ich einfach nicht spielen. Und Last Epoch ist ja jetzt auch schon 3 Jahre raus, das hat sich so viel verändert. Das spiele ich gern. Aber zum Beispiel Animal Crossing, es kommen keine neuen Updates mehr raus. Ich bin nicht lang am das Spielen, wenn es keine Updates gibt. Ich habe es nur momentan sehr gerne, oder? Weil es noch viele Items gibt und viele Möglichkeiten gibt, die Insel noch umzugestalten und alles mögliche. Ja. Genau. Gut. Und andere Games, eben zum Beispiel Transport Fever 2, macht auch unglaublich viel Spaß wieder. Auch weil ich dort ja Crashs hatte und so und jetzt nicht mehr. Und ja, ein anderes Game, Railroad Enshiner 2 oder so heißt. Das kann ich jetzt auch wieder spielen. Oder das erste Mal richtig spielen, ohne Abstürze. Freue mich auch riesig, das zu bringen. Vielleicht auch bald wieder Planet Zoo, genau. Und so, dann irgendwann mal City Skylines 2. Aber da habe ich so das Gefühl, es wird mir nicht gefallen, weil es weniger
weniger Features hat als Teil 1. Einfach in schöner und besser. Jo, bin mal gespannt. Auch die verschiedenen Sims würde ich gerne spielen. Ich würde gerne alte Nintendo-Spiele spielen, aber manche Spiele sind auf Englisch nur. Finde ich echt schade, wenn es nicht auf Deutsch geht. Ja, und eben, aber eine Capture Card möchte ich natürlich gerne noch haben. Und die Switch 2 werde ich dann noch umfangreicher Let's Playen und Livestreamen. Ich freue mich. Denn das wollte ich eher als das zwei rechts daneben. Ah, also Minion Physical Damage, nö, kein Zeugs mit Bluten. Ja, kannst du vergessen. Also was war das für ein Stiefel? Channeling, ah, das ist der, der für den Flory Channeling Marksman war. Ja, Marksman wegen dem Lobby. Ah, und wir haben das Schild jetzt. Haben wir jetzt 65 oder was? Doch, wir haben 65, also seitdem ist das Schild aktiv. Genau, ich wusste, dass es hier heute zusammengeht. Sehr. Na, richtig geil, dass einfach das Spiel einfach funktioniert. Es macht eigentlich immer wieder oder ständig Spaß. Also ich habe jetzt eben von Nintendo geredet und so. Und ihr wisst ja, die haben große Probleme. Zum Beispiel Pokémon Company. Die haben so Probleme mit ihren Pokémon-Spielen. Dann einfach Mario, weil so wenig rauskommt. Und jetzt kommt ja auch nur ein Side-Scroller Mario. Super Mario Wonder raus im Oktober. Ich weiß nicht, ob ich es direkt hole, aber ich denke schon. Aber nur mit euch zusammen. Also nur wenn ich dann schon Let's Playen kann. Oder sogar im Livestream mit euch zusammen zocken, wenn wir zu zweit zocken können. Das weiß man jetzt gar noch nicht so sehr. Kann man wirklich zu zweit dann über online zocken miteinander? Was ich machen könnte, ist eigentlich Super Mario Maker 2 holen. Aber ich bin nicht so gut. Den relativ schlechten Champion mit der Steuerung, die sie haben. Ich muss also noch üben. Könnte ich mal. Aber ob es euch eben interessiert. Schreibt mal in die Kommentare, welche Genres euch interessieren, wenn ich mag sie. Ich hätte gerne wirklich da noch ein bisschen eure Ideen. Weil halt Hackenslay auch so ein bisschen schlecht, auf dem schlechten Austest. Ich würde ja gerne Diablo 4 langsam kaufen. Aber die Interesse ist wirklich sehr niedrig. Ja, vielleicht kaufe ich es mir doch. Ich muss einfach mal darauf abstellen, dass ja, die Entwickler haben es nicht verdient. Ja, zum Beispiel, jetzt momentan ist ja auch die Performance schlecht und ja, also Online-Performance schlecht. Und zu sagen, es macht im Endgame nicht so viel Spaß und so. Diese negativen Dinge einfach ein bisschen übersehen. Weil mir macht es ja trotzdem Spaß. Ich will es einfach nicht hören. Ich will nicht von irgendwelchen Webseiten lesen, dieses Spiel ist schlecht, weil es das und das schlecht macht. Ich will es lieber von den Spielen sehen, oder? Nicht von Newsseiten. Aber ja, Diablo 4 ist wirklich nicht gerade so für mich gemacht. Es hat viele Dinge, die mir einfach so ein bisschen auf den Keks gehen. Zum Beispiel, dass man halt Spieler trifft, die vielleicht sehr viel OPer sind und so. Die einem die Quests zu leicht machen dadurch. Oder dass man halt einfach die ganze Zeit grinden muss in bestimmten Dungeons immer und immer wiederholen muss. Nicht so eine Freiheit gibt wie hier in Last Epoch. Das alles ist halt so. Ich könnte aber fragen, ob Rillyby mit mir halt online zocken würde. Auch in seinem Let's Play, oder Let's Play da schon. Seit einigen Tagen, also seit 30 Tagen oder so. Aber er müsste ja in der Ding machen, in der
Season. Und er macht es ja nicht in der Season. Hm, soll ich mir das jetzt echt holen? Also jetzt den heutigen Tag habe ich Lust auf Diablo 4, sonst nie Lust gehabt. Ich frage mich echt, was jetzt gerade, wieso jetzt gerade auch der Umschwung ist. Weil ich ja trotzdem Zeit investieren will, ja. Na gut. Ich werde wahrscheinlich nicht viele Zuschauer bekommen. Aber ich könnte es ja machen, wenn ich einfach das Geld habe. Aber zuerst muss ich den Monitor noch bezahlen können. Ich habe jetzt einfach plötzlich wieder Geld. Ich wusste gar nicht, dass ich wieder ein bisschen mehr Geld habe. Trotzdem ist es so wenig, oder? Du hast es so schnell aufgebracht, weil du... Für dich ist vielleicht, ja, 200 Euro viel Geld. Für mich vielleicht 1100. Aber trotzdem ist das auch ziemlich viel, oder? Also ziemlich knapp. Diese 1100 sind sehr schnell wieder weg. Ich zum Beispiel auch Hardware immer wieder nachkaufen muss und nicht Spiele. Also andere, die 200 zur Verfügung haben, kaufen mehr Spiele als ich mit 1100. Ich muss ja auch für die Katze noch viel Geld bezahlen. Ich muss für andere Kollegen, die immer wieder stürmen, gell Leon, Geld ausgeben. Ich habe einfach ein größeres Ausgabevakuum, was zum Beispiel ein anderer nicht hat. Wenn nur auf sich scheint. Aber muss ich das? Nein, ich muss es nicht. Ich muss ihn nur einfach die ganze Zeit anhören. Das ist halt das Problem. Oder ich kann manchmal auch nicht gar nicht Stopp sagen, halt Stopp und ich zahle dir niemals etwas für so. Ich kann das immer nicht ausgeben. Ah, guck mal, mein Lieblingsgegner sind da. So schnell weg. Das ist mein Hassgegner. Weil er sich so aufsplitten kann und weil dieser große Durchschuss, dieses Eisschuss Longshot, also mit Punktur, weil dieser große Angriff, der langsame, einfach zu schnell ist für seine Langsamkeit. Wie sagt man dem so schön? Wenn du getroffen wirst, weil du einfach zu sehr für Spam von Skis oder so aufwendest, dann macht das einfach viel zu viel Schaden. Weil es dich ja trifft. Also diese Nuke-Schläge, diese besonders starken Schläge, die sind für mich schlimmer als die kleinen und die, wo man nicht ausweichen kann. Boah, rare Enemies, das ist auch ein starker und ich nutze den jetzt mal. Also ich gehe nicht nach links hier. Ja, wir haben ja sowieso bald auch nochmals den Boss, den nächsten. Also machen wir den nicht. So, Dodgy. Dodgy, Dodgy. Boah, das ist so geil, dass diese Augen auch kein Problem mehr sind, bevor sie explodieren. Ich habe immer Builds jetzt in letzter Zeit gehabt, wo diese Augen auch explodiert sind, weil sie einfach viel zu viel Leben haben. Aber ja, das gehört halt einfach zu den Gegnern, die ein bisschen mehr nerven oder. Aber trotzdem irgendwie spannend sind. Ja, sie versuchen es immer zu explodieren, aber schaffen es nicht. Da das Blut natürlich auch mehr drauf hockt. Stehen bleibt. Ja, ich freue mich riesig auch zu livestreamen. So in 2 Tagen jetzt sicher anfangen. Also, wenn der Bildschirm dann schon geliefert werden kann. Ich mache es heute Abend noch, den Bildschirm zu kaufen. Und wenn ich den Bildschirm habe, dann hole ich mir Diablo 4 auch. Und sobald ich Diablo 4 habe, livestream ich auch, aber meistens eher Last of Us. Aber ich denke, ich mache eher Let's Plays von Diablo 4. Nur wenn ich wirklich mitspielen will, tue ich livestream. Ja. Zum Beispiel beim Grinden von Dungeons oder so. Aber jetzt ist momentan echt, ja, Diablo 4 hat echt auch schlecht. Weil das ist einfach nicht mehr balanciert, seit dem großen Patch, der gekommen ist. Ja, mal schauen. Mir wird es ja trotzdem gewonnen. Die sollen meinen Erfolg, also meinen Anteil von Geld auch bekommen. Und vielleicht ist es euch auch gefällt. Aber ich habe echt lange gebraucht, bis ich wirklich gesagt habe, ja, Diablo 4 ist doch etwas für mich. Das ist kein Spaß, wenn man
Immer denkt ja, das Spiel sei schlecht. Ich kaufe mir die Spiele, die mir erstmal genügend Spaß machen könnten. Und da bin ich halt schon extremst naiv. Also ich kaufe nicht sofort das Spiel. Und jetzt habe ich bei Diablo 4 halt ein paar Monate gebraucht. Also seit dem ersten Public Test. Auch nicht Public Test, wollte ich ja auch schon teilnehmen. Aber ich brauchte auch die Belohnungen nicht. Die Belohnungen sagten mir so, nö, musst du nicht unbedingt teilnehmen. Weil du ja auch nicht genau diese Belohnung bekommst, die du willst. Ja, es ist nur so ein Wolfsbündel, glaube ich, hat man bekommen. Einfach ein Tuch, wo ein kleines Babywürfchen drin ist. Das brauche ich nicht. Für was sollte ich das haben wollen? Babys stinken und... Ich habe einen Skillpunkt. Habe ich den investiert? Ne, ich habe ihn schon. Yes. Es hat nur unten geblinkt, oder? Aber es war kein Level Up. Das muss ich mir nochmal so anschauen wieder. So, Elemental Lore. Throwing Damage. Elemental Damage over time. Kein einziges Blut-Item in diesem dummen Ding. Also jetzt haben wir 21, wir können ja noch die zwei auf. Friends in Hearth per Hit, das ist auch ziemlich schwer manchmal, weil du dann starke Angriffe nicht mehr so ausweichen kannst, aber lieber als irgendwas anderes, so 60% mehr Schaden auf Rares, ist natürlich viel schwieriger. Diese Reichweite von Hämmern ist in diesem, was so viele Gegner gibt, extrem stark. Geil. Jetzt einfach mal über Diablo 4 noch kurz ein bisschen geredet. Welchen Charakter spiele ich? Ich wollte unbedingt die Jägerin nehmen, die Rogue, wie sie heißt auf Englisch. Aber da bin ich gar nicht sicher, ich kenne sie einfach noch zu wenig. Ob sie mir wirklich Spaß machen wird. Ich werde wahrscheinlich den Druiden als erstes nehmen. Aber das ist halt auch wieder das Key-System macht, motiviert mich nicht so sehr. Also dann will ich lieber irgendwie so ein Werwolf sein oder so. Also eine Rogue, die einfach nicht gerade so das Keys hat, die mir gefallen, die Auswahl bietet. Weil ich bin ja im Diablo 2 schon gerne Werwolf gewesen die ganze Zeit. Einfach eine super Klasse dort. Ja. Wird wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen taktisch sein. Ich denke, ich nehme lieber eine Rogue. Als erstes. Und ein Druiden als zweites. Aber Rogue ist halt auch so ein bisschen ausweichen eher und das mag ich nicht so sehr. Also es gibt irgendwie so ein Ninja-Bild oder so, der wirklich sehr viel Spaß macht. Ah, da dürft ihr gerne ein bisschen diskutieren, bitte. Ja. In die Kommentare schreiben, was ich nehmen soll. Yes. Der die Zauberin oder Zauberer wurde genervt. Und die wird wieder verbessert. Und auch der Barbar wurde ein bisschen genervt und wird wieder verbessert. Weil sie es einfach zu heftig gemacht haben. Es macht keinen Spaß mehr scheinbar. Ja gut. Jeder Entwickler macht irgendwie auf eine Art Fehler. Aber wenn es halt schon zu heftig wird, dann ist es natürlich schon so. Und wahrscheinlich ist es für einen, der jetzt nicht so bekannt ist, natürlich ein schlechter Einstieg. In einer Phase, wo die Spieler eher deprimiert sind, einzusteigen. Aber das ist mir ja nicht schlimm, oder? Also ich schaue jetzt nicht auf. Oh, es schaut jemand mehr zu, der halt auch nicht zuschauen würde, wenn er jetzt zum Beispiel das Spiel nicht so gut findet oder so. Diese Modefans, oder? Ich brauche keine Modefans, ich brauche echte Fans. Also wenn ihr da zuhört gerade, ich hätte gerne von euch einfach ein bisschen mehr die Zeit, oder? Also dass ihr ein bisschen etwas schreibt, mit mir auch ein bisschen redet oder so. Auf Discord. Ich brauche eher Fans, die ein bisschen etwas machen.
es natürlich nicht alles schauen, wir müssen nicht alles diskutieren. Aber ja, einfach ein bisschen mehr machen, würde euch vielleicht auch sehr gefallen, die Nähe zu mir aufzunehmen. Und ich bin echt ein toller Mensch, ich habe sehr viele Freunde, ich kann aber nicht genug bekommen, weil ich einfach sehr gerne rede und einfach auch sehr, sehr gerne unter Menschen bin. Und das habe ich online jetzt nicht immer jeden Tag. In Real Life, ich wohne ja in einer Wege, gibt es drei Leute, die immer wieder mit mir reden. Und sowas von gerne bei mir. Dann einfach im Ausgang die vielen Fußballer, die mich auch sehr gut finden, die auch verstehen, dass ich schwer krank bin und trotzdem sehr viel machen kann, trotz Krankheit, sagen immer wieder: Du Drago, du hast schwere Krankheiten. Wieso machst du denn mehr als andere Menschen, oder? Wieso bemühst du dich denn auch mehr? Weil ich es einfach kann. Ich bin geübt, trotz Krankheit standhaft zu sein. Aber Menschen, die gesund sind, die können gar nicht so standhaft sein, weil sie es einfach auch nicht gewohnt sind, oder? Sie strengen sich gar nicht so viel an, wie zum Beispiel ich. Und das ist es halt, oder? Ja, ich kann nicht so viel livestreamen und let's playen, aber ich mache es vielleicht auch ein bisschen besser, oder ich rede ein bisschen mehr über Sachen. Ich nerv weniger mit: Oh, gib mir doch ein Abo, ich bin ein armer Mensch, oder so. Es ist einfach schlimm geworden in letzter Zeit, wie viele Leute extrem clickbaiten und Sachen diskutieren, die den Menschen auch übel werden lassen. Ich will mit euch nicht über irgendwie das nächste Gamescom oder so reden, um mehr Aufrufe zu bekommen. Ich will das bereden, was vielleicht euch auch wichtiger ist, oder? Was das Spiel halt so fühlt. Der Entwickler, oder? Habe ich ja im letzten Part auch ein bisschen drüber geredet, dass der Entwickler wieder mehr so die wichtigen Sachen machen muss und so. So Sachen. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr hören wollt, und ich mach's. Gell? Ich mach alles für euch. Ich bin ein guter Diener. Und sagen alle wieder: Oh, Drago, der Gott. Nee, ich bin kein Gott. Ich will auch kein Gott sein. Und so ist er eigentlich, jo, ziemlich heftig am Game Designen, um es jetzt einfach nicht gerade so zu zeigen, dass ich ein Gott wäre. Ich bin schon eine Heldengestalt. Ich bin aber eher ein Anti-Held, also einer, der jetzt nicht so heldenhaft macht. Aber meine Kumpels, wo ich dann in einer Heldengruppe bin in diesem Spiel, das ist eine Art, ja, The Legend of Zelda oder eine Art Last Epoch. Eine Story, also sagen wir mal eine Art Skyrim oder Gothic 1 oder Gothic 2 nach des Raben. Und ich tue den Leuten nicht direkt helfen. Ich habe einfach durch meine Hochbegabung, die ich ja in Real Life auch habe, noch so ein bisschen mehr Ideen, wie könnte man der Heldengruppe etwas Besseres tun, oder dass sie nicht in Bredouille kommt und so Sachen. Auch meine Fleiß, oder? Dass ich zum Beispiel heilen kann, und andere, ja, können es zwar auch, aber nicht so gut, oder weiß ich auch nicht. Sie verstehen es nicht. Das ist auch so eine Szene im Spiel von mir. Oder dass ich einfach auch die Lösungen suchen kann. Da ich nicht gerade im Mittelpunkt stehe, sondern eher so ein Art Ninja bin, einer, der im Hintergrund agiert, mit dem Bogen manchmal schießt oder so, habe ich einfach mehr Zeit, auch irgendwie, jo, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen und muss nicht die Heldengruppe unterstützen beim Reisen und so weiter. Und dadurch habe ich Zeit, um irgendwelche Zauber zu lernen oder sonst Sachen. Und das werdet ihr dann einfach so ein bisschen erfahren, wie ich dann so bin. Bisschen abgeschottet, dafür, ja, beliebter. So, jetzt haben wir 1937. Im nächsten Part sehen wir dann den Boss, also wir machen die drei Levels, und dann kommt ja auch wieder dieses Age of Winter, glaube ich, mit dem, nein, Age of Dragon, oder, weiß ja nicht, wie das heißt. Komm, wir gucken noch schnell, wie das nochmal heißt.
Aber dieses Dragon. Und Age of Winter kommt ja danach, oder ist das das rechte mit Lagoon? Nein, das kommt danach, rechts oben, oder? Also gucken wir nochmal schnell, wie das geht. Also wir sind hier. Das nächste ist Fall of the Empire oder Reign of Dragons. Wir müssen das rechte wählen, also das müssen wir dann linken Weg nehmen, damit wir den rechten bekommen. Stimmt. Oder wir machen Fall of the Empire direkt. Geht das überhaupt hier rüber? Ich glaube, aber eher nicht. The Last Ruin, ah, Age of Wind ist nicht, Seite, habe ich gesagt. Und Ending the Storm ist das mit dem Lagoon. Okay. Speeds of Fire. Gehen wir links herum alles. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Neue Unix und so gefunden. Wirklich toll. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt mich auch verlassen. Lieber nicht, weil ich jetzt auch momentan echt vorwärts komme. So mit dem Sport, mit dem Job und eben noch genug Zeit habe für euch. Ja, vielleicht habe ich es auch ein bisschen verdient. Oder? Und das Game, das zeige ich, sobald es auch wirklich ein bisschen spielbar ist. Gell? Noch ein bisschen Geduld. Tschüss.